Mensch, wo bist du? Passionsandachten 2021. Heute eine schwere Entscheidung. Pfarrerin Katrin Adams und Markus Jungmann an der Orgel. Ratlosigkeit herrscht in Jerusalem. Eilig sind sie zusammengekommen, die Mitglieder des Hohen Rates. Es muss etwas geschehen, hat Matthias gemeint. Wir können nicht länger abwarten. Und auch die anderen sind sich einig. So kann es nicht weitergehen. Dieser Mann bringt zu viel Unruhe in das Volk. Gerade heute ist die Nachricht aus Bethanien gekommen. Dort hat Jesus von Nazareth einen Mann von den Toten auferweckt. Seitdem kommen die Menschen zu ihm in Scharen. Mit einem, der solches kann, verbinden sie viel Hoffnung. Wer sollte es ihnen verdenken? Das kann nicht gut gehen, stellt Levi fest. Schon bald werden auch die Römer merken, dass da etwas im Busch ist. Ihr kennt sie doch. Sie werden sofort einen Aufstand wittern. Und dann gnade uns Gott. Aber was sollen wir tun? Fragt Johannan. Schließlich hat sich Jesus nichts zu Schulden kommen lassen. Und überhaupt, wenn wir jetzt etwas gegen ihn unternehmen, wird es auch Unruhe im Volk geben. Dafür hat er mittlerweile zu viele Anhänger. Ja, aber wenn wir ihn gewähren lassen, wird die römische Besatzungsmacht eingreifen, wendet Matthias ein. Wenn sie einen Aufstand vermuten, werden sie hart durchgreifen. Und dann werden sie uns wohlmöglich unsere Religion ganz verbieten und zwingen, ihre Götter anzubeten. Wir sollten nichts riskieren. Johannan wird es allmählich unbehaglich zumute. Das ist ja alles schön und gut, aber wir sprechen hier von einem Unschuldigen. Jesus hat niemandem etwas zuleide getan. Im Gegenteil, er versucht den Menschen Gott nahe zu bringen und sie wieder zum Glauben zu ermutigen. Und viele aus unserem Volk haben sich schon von Gott verlassen gefühlt, seit die Römer im Land sind. Du hast ja recht, gibt Matthias zu. In gewisser Weise verfolgt er die gleichen Ziele wie wir. Er möchte, dass die Menschen sich wieder mehr Gott zuwenden und sich auf ihn verlassen. Aber der Weg, auf dem er dieses Ziel zu erreichen versucht, der ist verkehrt, platzt Levi dazwischen. Ja, was er tut, ist gefährlich. Wir leben nun einmal unter einer Besatzungsmacht. Und keine Besatzungsmacht der Welt wird es dulden, wenn sich Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen versammeln. Haben wir es nicht schon schwer genug mit den ganzen Abgaben, die der Kaiser uns auferlegt und den ganzen Verordnungen, die Herodes und Pilatus sich ausdenken? Denk mal daran, wie es dem Täufer Johannes erging, dem Herodes den Kopf abschlagen ließ. Die sind wirklich nicht zimperlich. Stellt euch einmal vor, wenn die Soldaten nun auch noch mit Waffen auf uns losgehen, den Gottesdienst im Tempel verbieten und massenweise Menschen verhaften. Entsetztes Schweigen setzt ein. Keiner weiß mehr ein Wort zu sagen. Irgendwie spüren sie ihre eigene Hilflosigkeit. Zu welchem Entschluss sie auch immer kommen, sie können es eigentlich nur verkehrt machen. Schließlich ergreift Kaiphas das Wort. Kaiphas ist in diesem Jahr der hohe Priester. Sein Wort gilt. Er trifft die Entscheidung. Denkt noch einmal darüber nach, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn wir ihn gewähren lassen, bringen wir vermutlich viel Leid über das ganze Volk. Wenn wir Jesus aber ausschalten, dann leidet nur einer, nämlich er. Was ist denn besser? Sollen viele leiden oder nur einer? Von dieser Warte her müsst ihr die Sache sehen. Betroffen sehen sich die Männer an. Haben sie wirklich keine andere Wahl? Nein, Kaiphas hat recht. So schwer es ihnen fällt, einer muss geopfert werden für die vielen.